So, jetzt. Ich weiß nicht, warum ich zur Zeit hab. Wenn ich rüste, ich hab zur Zeit geringe Würgschwelle. Hm? Egal, ob ich jetzt sie hust oder rieche oder irgendwie verschluck, ich hab sofort den Würgereflex wieder da. Fies gesitzt oder so. Ganz ehrlich, ich möchte es gar nicht wissen. Oh, Scheiße. Nix. Bin ich das Labor des Alchemisten? So, jetzt. Ich bin nicht auch cool. Ja, müssen wir wieder reisen. Dann sparen wir mal unsere legendären Gegenstände drin. Oh? Soll ja als Entschädigung ja kommen. Was haben wir in unserem früheren Leben getan? Haben wir. Ich glaub schon. Suchen einer Gruppe. Und wie hast du deinen freien Tag genossen? Oh. Die Autobahn. Das hab ich gesehen. Und der Rest war auf. So geht's mir auch schon, so für ein Hand auf Blatt. Oder viermal schon 80%, 90% Gas, dass es funktioniert und nicht. Das erinnert mich aber ein wenig an XCOM. Oh, hör mal auf. Ja. Das Face on Face stängen mit der Knarre und dann schießt vorbei. Ja. Ich baue schon mal das Zeug da unten. Ob das passt? Drücke okay, Tab, dann siehst du das. Da gang jetzt weiter, tut's aber nicht. Gehen wir wenigstens wieder springen. Ah, nicht. Ja. Springer können. Ja, einmal. Doch, da wo wir über den Abhang da gesprungen sind für seine Nebenmission. Ach so, ah ja. Herauskommen. Ja. Ja. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Haben wir irgendwelche alternativen Missionen, dass wir vielleicht erst später hinkommen oder irgendwas? Warten Sie. Also liebe Kinder, das ist jetzt Vorbereitung. Wir spielen heute das erste Mal Outriders. Ja. Die zwei Charaktere sind gekauft. Jetzt habe ich es gesagt.
Frage ist, wo kommen wir eigentlich her? Einmal. Gibt's doch nicht. Auf der Kurve. Also ich bin mir ja fast sicher, dass bei mir uns wieder das einfach bloß als Saublät umständ. Jetzt nochmal zu dem Basisdruck. Dann reden wir mit dem Typ. Vielleicht sind wir vor uns der irgendwo hin. Ja. Ja, das sind die Anfangsfälle, mein Gott. Ja. Und bei Outworlds, da gibt's keine Erwartung. Erinnert mich brutal an Tali. Ah, ein Traum. Ja gut, an Tali kommt da so fast nichts ohne. Oh, ja. Bro. Na dann. Na, fahren wir heute mal mit dem Truck. Heute mal. Nach Eagles Peak. So, sind wir ja schon fast wieder Level 14. Ja, da war ich sehr überrascht, dass wir da haben wir letztens recht schnell viele Level gemacht. Vor allem mit den komischen Viecher da. Aha, jetzt. Das schaut, glaube ich, schon besser aus. Schauen wir. Das heißt, er nutzt einen geheimen Bunker als Basis. Irgendwo bei dem von den Rebellen besetzten Funkturm. Ich sehe mir mal die Gegend an. Ist gar nicht. Schauen wir mal ein bisschen ab. Naja, auf die Stufen können wir es immer noch. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, was das für Tasten war. Führt bis dahin. Ja, ja. Und Lilly. Gehen. Was nehmen wir denn da für Gehen? Irgendeine Taste, wo ich nie brauche? In die Taste kann ich nicht hernehmen. Gut. Freue mich schon auf die nächste Lawine. Oh. Let's fetz, oder? Lilly. Die schlaft. Aber der Koda müsste jetzt bald kommen. Das ist bestimmt der geheime Bunker. Der Alchemist muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe bloß, dass die Fähigkeiten da gefixt haben, nicht dass ich wieder im Boden unten bin. Ich habe darauf gar keinen Bock. Ja. Jetzt die Feuer. Ich ging über die Spielbahn plötzlich begeistert. Nein, recht, wie wir mal schon geredet haben, recht man auch eine Kunst, das eh nicht an jeden. Auf alle. Ja, ist aber noch ruhig. Noch. Aha.
Von Remnen. Aha, ja. Lauter. Ich glaube, wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eher Absicht. Super. Wasser und Strom, das hat sich noch nie gut vertragen. Wir haben auch schon ein bisschen was von dem Remnant. Ja. Da liegt noch was Grünes. Wer damit? Kriegsgefangene als Versuchskaninchen? Warum wundert mich das nicht? Hey Zahidi, was kannst du mir noch über den Alchemisten sagen? Vor einigen Jahren fand ich ein paar geheime Berichte. Offenbar hat Präsident Nyberg die Experimente des Alchemisten finanziert. Sie wollten eine Waffe gegen die Rebellen entwickeln. Aber was der Alchemist da erschaffen hat, hat der ECA eine Höllenangst eingejagt. Das Ganze wurde vertuscht. Als geheim eingestuft. Oh. Oh, da, 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 da. Schauen musst. Ja. Genau, also muss ich direkt einmal schauen, ob ich es mich gescheit genervt haben. Und ah, und das Position. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Kronos-Klinge. Ja. Okay, schauen wir mal. Macht's nicht unbedingt besser. Ah, die hört sich nicht gesund an. Kommen wir da irgendwo auf? Ja, hast du da? Hat man nicht checkt das. Na? Das muss ich ja auch nicht vergessen. Ah. Explosion gesehen.
Oh, wird was aus. Ja. War jetzt ein bisschen chaotisch. Ja, müssen wir erst reinkommen. Ja. Hier darf der Händler sagen, bis der Lachs löbt, gell? Dieser Alchemist hat jahrelang mit der Anomalie rumexperimentiert. Alla. Er hat Soldaten gefangen genommen, sie im Sturm an Kreuze genagelt und sie der Scheiß-Anomalie schutzlos ausgesetzt. Um sie zu Veränderten zu machen? Zu Waffen vielleicht? Nein. Am Ende wollte er wohl rausfinden, wie man den Prozess umkehrt. Wie er wieder menschlich werden kann. Auch nicht mehr lang, dann löbt der Lachs, alle. Das sind OE. Nimmst du dir her, hä? Hoch, aber der schaut anders aus. Ja, da steht Asche, Detonation. Oh. Aber er wirkt nicht. Also mehr Schein als Sein. Ach, Ehre aller. Wenn das mein Mann zu mir gesagt hat, ich glaube, ich hätte da. Darf man Gedanken machen? Schlaf gehört, im Tod liegt die Ruhe. Mhm. Danke, Mama. Oi. Nur noch Füße. Noch an der Füße. Ja. Aha. Schaut noch nach innen aus. Ganz leicht, also. Ja, lauft soll ich rein, genau. Ach, da bleiben steh kurz. Oh, Schwell. Hab ich so nicht gelesen in der Fähigkeitenbeschreibung. Ich hab da ein bisschen was mitgebracht, was ein bisschen ekelhaft ist. Ey, ah! Oh na! Ach, hast du einen Bug? Ja. Okay, Fähigkeit nicht hernehmen. B
bin gleich wieder bei dir. Jawohl.